Wer spielt gerne Computerspiele? Alle? Wer spielt gerne Brettspiele, Kartenspiele, sogenannte Gesellschaftsspiele? Das ist super. Das ist nämlich somit die Grundlage für überhaupt Spiel auch Verständnis zu haben, weil die haben auch eine andere, das würde ich mal sagen, Konzentration, weil die sind noch richtig begreifbar. Alleine sind immer eine Taste und eine Maus und dort hat man verschiedene Sachen. Aber fangen wir einfach an. Die Frage ist, erstmal die blöde Frage, wenn man nämlich spielt, braucht man sich mit Spielen nicht auseinanderzusetzen, man spielt einfach und macht es. Wenn man Spiele designen will oder designen möchte, dann muss man sich fragen, wie funktioniert eigentlich ein Spiel? Was macht eigentlich ein Spiel aus? Was ist ein Spiel? Ganz toll, dazu Übungen für Balancing sind zum Beispiel alle Formen von Kartenspielen wie deswegen an einfach ein Quartett spielen. Ja, zum Beispiel jede Karte, wie auch Lord Voldemort in Trump Cards, hat irgendeinen Wert, der schwach, ich weiß nicht, welcher bei ihm, der schwach ist, wo er mit geschlagen hat. Alle Werte sind super stark, weil der muss sich auch stark anfühlen. Und Voldemort sich schwach anfühlt und man nicht sagt, boah, ich habe Voldemort als Karte und jetzt habe ich alle Harry Potters weg. Aber da wird es dann schon wieder kritisch. Genau wie Harry Potter muss sich stark anfühlen. Aber es ist ja doof, ne? Der Voldemort Harry Potter hat immer gewinnt. Dann wird es auch langweilig, allein, dann höre ich Harry Potter nicht mehr auf. Ja, das muss ja nicht schlecht machen. Das ist Balancing, ausbalancieren in allen Bereichen. Oder auch Pokémon, Yu-Gi-Oh! Sind super Beispiele für Balancing. Ja, wie viele Ressourcen darf was kosten, damit es nicht so super kommt, dann welche Kombinationen bauen das ganze Gleichgewicht kaputt und so weiter. Informatik, Basis dafür ist auch Englisch, ganz wichtig auch. Übrigens, der ganze Game Design Bereich. Das sagt man ja auch die meiste Literatur des Englischen. Da sollte man Mathe und Physik kennen, die ganze Zeit machen können. Genau. Das ist eine Grundlage für Informatik, ist halt auch mal, wie ihr seht, im ganzen Game Design Bereich ist Mathe relativ wichtig, sich da anzustrengen und Englisch, weil das ist die Sprache, der die Spiele entwickelt. Aber wie gesagt, wichtig ist erstmal ein kleines analoges, das heißt ein Spiel auf Papier, Pappe, Figuren und so weiter zu Effekt, die man auch vorgestellt hat, jetzt neue Effekte.
Der braucht nochmal das 3D-Modell. 0,2 Millisekunden. Das ist 0,2 Millisekunden. Das ist ganz, ganz, ganz kurz. Und die andere ist dann Geschichte der Interferenz. Das kann man nicht wirklich messen. Was von links? Ich gucke nach links, ich sehe etwas neben dem Sensor. Und in der Anordnung, wo ich mal die vertikale Achse auch mit drin ist. Nur das Problem.